Ja, hallo liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt und natürlich wissen möchtet, wie es mit einem unserer Partworks hier auf diesem Kanal weitergeht. Und dieses Mal ist ein Projekt mal wieder dran, was nicht nur ich baue, sondern auch mein Partner Tobi baut, beziehungsweise gemeinsam wir bauen. Und zwar unser Knight Rider Kit. Den haben wir mal wieder am Start. Die nächsten vier Ausgaben haben uns erreicht. Bauphase 27 bis 30. Das sind die vier, die wir heute mit euch gemeinsam verbauen wollen. Und zwar auch wir wirklich gemeinsam. Wie gewohnt teilen wir uns diese vier Hefte auf. Das heißt, ich werde gleich starten mit den Bauphasen 27, 28. Und Tobi wird dann übernehmen mit der zweiten Hälfte und Bauphase 29, 30. In gewohnter Manier. Könnte eventuell ein bisschen länger dauern, das Video heute, denn wenn ich so gucke, habe gerade ich jetzt auch noch den Friemelkrams erwischt. Wenn man sich so guckt, wir sind das Ganze so anguckt, wir sind nämlich momentan dabei, die Turbine unseres Kit zusammenzubauen. Das ist ja der aktuelle Stand der Dinge. So sieht das gute Stück bis jetzt aus. Ansonsten haben wir natürlich noch unser Bodenteil. Das ist der Bereich aktuell, aber wird nicht lange so bleiben. Wir bauen erstmal die Turbine weiter. Da bekommen wir nämlich weitere Teilchen, die wir hier zum Beispiel haben. Das ist die Bauphase 27. Mal eben lesen, wie sie es nennt. Da kommt nämlich noch einiges an die Turbine dran, nämlich der Kompressor. Der wird hier mit diversen Einzelteilen mit angebaut. In der 27 und in der 28 gibt es dann, ich glaube, das ist das Getriebe, kann das sein? Ich glaube schon. Ja, Getriebeteile plus diverse Schläuche sind auch mit dabei. Die wollen wir gleich auch miteinander verbauen, bevor dann Tobi übernimmt und dann ein bisschen das Modell in die Länge zieht. Dann gibt es noch ein großes Bodenteil mit dazu für den hinteren Bereich vom Chassis und ein paar Träger sind auch mit dabei. Das kommt dann alles im Anschluss und die Turbine wird auch soweit vervollständigt, dass wir sie dann einbauen können. Darauf könnt ihr euch freuen. Wenn ihr das schöne Modell bauen möchtet, dürft ihr es natürlich sehr gerne tun. Das können wir natürlich nur empfehlen und zwar der Link zur Bestellseite unten in der Videobeschreibung. Gebt auch gerne den Promocode mit an, der in der Videobeschreibung mitsteht. Dann weiß nämlich der Hersteller Fernhome, dass ihr von uns auf der Bestellseite gelandet seid. Und das bringt uns natürlich als sogenannte Content Creator natürlich auch weiter. Weiter ist ein gutes Stichwort. Wir machen weiter und zwar vier Ausgaben weiter am Kit. Legen wir los mit Bauphase 27 bis 30. Viel Spaß! Freunde, legen wir los mit Bauphase Nummer 27 unseres Kit, den wir jetzt verbauen wollen. Ihr seht schon viele Fusselteile, die uns erwarten, die jetzt alle an die Turbine mit rankommen wollen. Wir geben unser Bestes, dass wir da gut durchkommen, oder ich gebe mein Bestes, dass wir das gut hinkriegen. Ja, wir brauchen noch erstmal ein paar Kleinteile, deswegen kleine Teile, Kamera näher ran, dann bringt es mehr. Wir brauchen erstmal das Stückchen und das Stückchen, die werden zuerst verbunden. Das ist eine Zunge von Bauteil, also die Zunge von Bauteil 1 des Kompressors 27A. Das wird an der Kompressorkammer 27L fixiert. Und zwar an diesem Loch, was wir da haben, da ist es, wird das Ganze so angesetzt. So kommt es ran, wird verschraubt mit einer BP-Schraube. Da haben wir ein paar mehr von. Teil Nummer 1, was mit rankommt. Alles klar. Das sollte aber noch gar kein Thema sein. Machen wir ohne Probleme, sitzt das in Position. Alles klar. Dann brauchen wir den Fortsatz von Verbindungsstück 1. Sollen wir in den seitlichen Stütz vom Bauteil 2 des Kompressors einsetzen.
Dann machen wir das. Das sind, jetzt muss ich mal eben gucken, einmal dieses Teilchen und einmal dieses Teilchen, die sollen zusammenkommen. Alles klar. Und zwar haben wir auch hier, wie man sehen kann, ein Loch da oben in der Ecke. Da wird quasi verschraubt. Das Ganze soll genau so ausgerichtet sein. Na, stehen bleiben. Und dann hier so eingesetzt werden in den Schlitz. So. Ja. Und wird auch mit einer BP-Schraube verbunden. Alles klar, kriegen wir hin. Passt auch zusammen, alles klar. Dann kommt Verbindungsstück 2 mit hinzu. Das ist das hier. Und das Stück 27C, Bauteil 3 vom Kompressor. Da haben wir hier eine kleine Ausbuchtung. Da soll dieses Stück eingehangen werden quasi. So. Und dann wird das ganze Stück hier mit eingesetzt. Hier haben wir so eine Öffnung quasi und hier so ein Abstand, das passt so entsprechend zusammen. So geht es nur in dieser einen Position. So haben wir erstmal zusammenstecken und dann soll beides mit diesem Element verbunden werden und zwar genau da kommt es ran. So soll das zusammengesetzt werden alles, dass der ganze Kompressor so rankommt. Und wird jetzt hier verschraubt mit einer weiteren BP-Schraube. Okay, dann hält das hoffentlich alles gleich zusammen. Bin gespannt. So, wird alles festgehalten. So sieht das Ganze aus. Ups, ich hoffe, ich war im Bild gerade. Jetzt gehe ich ein Stückchen raus. So, dann haben wir jetzt auf dieser Seite, wo wir weitermachen sollen, zwei Löcher. Da kommt jetzt das nächste Stück rein. 27E ist ein Träger. Das ist der hier. Der soll jetzt hier mit angeschraubt werden und damit angeschraubt werden. Wahrscheinlich geht das dadurch dann alles in die richtige Position. Und dazu brauchen wir zwei weitere BP-Schrauben. Jetzt muss ich mal eben gucken. So rum soll es. Das gebogene Stück, dieses hier, soll hier drauf greifen. Genau. So kommt es quasi ran und die andere Seite geht hier an den Kompressor. Okay, kriegen wir auch hin. Dann mache ich das Stück mal eben hier unten fest. Bleibst du stehen. Ja, rankommen ist natürlich schwierig, so ein bisschen, wenn das alles schon vorsteht hier. Dann machen wir das halt so. So, kriegen wir aber auch hin. Muss ja halt nur einmal alles richtig greifen, dann passt das. So, und dann wird hier oben nochmal verbunden. So rücken sich die Teile automatisch gut in Position. So zum Beispiel. Oder noch nicht ganz. Ist ja fast richtig. Aber auch nur halt fast. Jetzt haben wir getroffen. So, geht das schon mal alles in richtige Position, wie das aussieht. Wunderbar. Und ein zweiter Träger, das ist der hier. Der soll auch fixiert werden in das zweite Loch. Und zwar, diese Lasche soll jetzt nach unten zeigen und der Träger quasi selber nach oben. Auch mit einer BP-Schraube wird das verbunden. Zielen und treffen ist die Herausforderung. Aber das hat auch funktioniert. Sieht das Ganze mittlerweile aus. Gut, einmal wenden. Dann sollen wir den Ölbehälter des Kompressors auf dem Träger fixieren. Alles klar, wird von unten verschraubt. Das ist der hier. Und zwar in dem, boah, ich glaube, kleineren Loch.
wird es angesetzt. Glaube ich. Der soll hier quasi nach innen zeigen. Oder doch das größere Loch. Weil das Loch ist ja auch größer. Aber es wird das kleinere Loch angezeigt. Okay, dann gucken wir mal. Das größere Loch macht mehr Sinn, auf jeden Fall. Eigentlich. Aber auf dem Bild ist es nicht so zu sehen, ehrlich gesagt. Nö. Na gut, dann lassen wir es erstmal so. Von unten soll es fixiert werden. Ja. Na gut, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Erstmal die BP-Schraube. Packen wir hier rein. Sitzen tut es schon mal. Dann kann man es auch festschrauben. Da muss man aufpassen, dass man hier nichts abbricht, glaube ich. So, haben wir. Und von unten soll dieses Teilchen dazu, das ist 27i, ein Schlauchanschluss. Oder L. Und dann haben wir hier, der kommt jetzt von unten ran. Hier haben wir einen Pin, der greift hier rein. Und das, so, und das Loch kommt hier auf diese Seite. Soll so quasi zusammengreifen. Also hier im großen Loch wird auf jeden Fall nochmal mit einer BP-Schraube verschraubt. Das Ganze. Interessant, interessant. Wie das alles so zusammenkommen soll. Am besten brauchst du wieder hier mehrere Hände. So, nicht bewegen. Nächste BP-Schraube. Wer einer pustet, dann gibt es Krawall. So. Hat nicht funktioniert, aber so kriegen wir das auch noch gedreht. Das sitzt jetzt auf jeden Fall alles in Position. Fast. Wenn das jetzt drin halten würde, wäre es noch besser. Aber nicht. Soll ich das vielleicht mit dem Sekundenkleber festmachen? Weiß ich nicht. Damit es besser hält. Wir gucken gleich mal. Auf jeden Fall soll als nächstes hier oben auf den Deckel oder quasi ein Deckel drauf gesetzt werden. Das ist der hier. Der geht hier drauf. So, mit der Spitze nach außen. So wie das aussieht. Und wird auch mit einer BP-Schraube verbunden. Gott, oh Gott. Interessante Konstruktion hier. So, sitzt auch. Und dann kommen noch zwei Teilchen dazu. Das sind diese beiden. So wie das aussieht. Genau, eins soll nur eingesteckt werden. 27M. Und der andere soll fixiert werden mit einer Schraube. Okay, mal gucken. Hier haben wir zwei Löcher. Da soll es rein. Dieses schräge Stück, das hier, soll hier einmal eingesteckt werden, so, damit das zusammenkommt. Genau, ups, das war schon fast zu viel, aber es wird nur eingesteckt. So. Ja, und das andere wird hier verschraubt. Der Form anpassend, so. Kommt dann von oben eine Schraube durch, und zwar eine CP-Schraube, so wie das aussieht, eine ziemlich lange Schraube. Alles klärchen. Kriegen wir auch hin. So. Sitzt auch dran. Dann brauchen wir mal eben die Turbine. Und sollen diesen kleinen Schnuffi hier ansetzen, das ist ein Verbindungsstück 3, in ein Loch eingesetzt werden. Und zwar einmal drehen,
dieses Loch hier, glaube ich. Nein. Dieses Loch hier in der schwarzen Scheibe, da kommt es rein. Je. Mit dem Pin nach außen. Gott, da kannst du ja gar nichts sehen. Das ist so dunkel. Das ist ja so dunkel, da brauchst du auf jeden Fall eine Pinzette für, weil das kriegst du ja gar nicht rein. Wo sind wir denn? Da muss er hin. Da. Okay, getroffen. Da wird aber nur reingesteckt. Da ist er. Und dann soll das ganze Kompressorelement jetzt fixiert werden. Und zwar hier vorne dran. Okay, und zwar hier haben wir zwei Pins und ein Schraubloch. Beziehungsweise noch ein Schnuffi. Und ja, das greift hier so wohl zusammen. Kann das sein? Ja, das kann sein, dass das Ganze so zusammenkommt, wie ihr hier seht. Alles klar, so kommt das zusammen. Wird wahrscheinlich jetzt von innen verschraubt mit zwei GM-Schrauben. Wo soll denn noch verschraubt werden? Nee, hier. Dann ist es falsch. Dann ist es falsch rum. Alles klar, so macht es mehr Sinn. Guck mal, das passt doch deutlich besser. Dann wird oben und hier einmal verschraubt. Ja, alles klar, der macht es da mehr Sinn. Gut, verschrauben wir mit zwei GM-Schrauben. Gott, eine ziemlich lange Videofolge. Ich merke schon, das wird eine lange Videofolge werden, garantiert. Hier einmal oben wird in der Mitte verschraubt. Einmal ist es hier verbunden und dann müssen wir, glaube ich, hier nochmal verbinden, in dem Loch, wo ich gerade mit dem Schraubendreher drin bin. Dann mache ich das da. Ja, da passt es nämlich auch zusammen. So, sitzt. Und zum Abschluss kommt noch ein Verschluss bzw. eine Abdeckung drüber, das ist der hier. Das wird hier einmal drüber gesetzt. Geht natürlich, wie man sehen kann, nur in einer Position. So. Und da haben wir drei Schraublöcher. Da kommen die letzten drei CP-Schrauben zum Einsatz, die wir auch einsetzen. Und dann das ganze Stück quasi abdichten. Einmal. Oh je, was ein Friemelkram. Hab ja genau die richtigen erwischt hier, die Ausgaben. Und hier unten nochmal. So, dann haben wir die drei Schrauben versenkt und das Ganze ist nun verbaut. Der Kompressor quasi ist soweit mit dran. Ich werde gucken, dass ich die Teile hier noch zusammengefriemelt kriege. Hier, vielleicht mit einem Tropfen Sekundenkleber, dass das so besser zusammenhält hier an dem Punkt. Und ich glaube, den Schnuffi, den klebe ich auch fest, weil der ist ziemlich locker da drin. Nicht, dass der auch noch wegfällt. Das mache ich mal eben mit der Kamera fertig und packe schon mal die nächsten Bauteile aus von der 28. Und dann geht es gleich weiter. So ihr Lieben, dann machen wir weiter mit der Bauphase 28. Ich habe mittlerweile hier alles festgeklebt. Das sitzt soweit alles in Position. Wir bekommen als erstes oder größtenteils Teile fürs Getriebe oder das Getriebe wird zusammengesetzt und der Kraftstofffilter samt Schläuche. Wir haben diverse Schläuche, das können wir so mal sagen. Wir brauchen zuerst diese Platte, die Getriebeölwanne und einen Träger. Das ist der hier. Den sollen wir erstmal aufsetzen. Jetzt muss ich mal gucken, weil hat hier eine längere Fläche und eine kürzere Fläche. Die kürzere Fläche soll hier aufgesetzt werden. So und mit zwei BP-Schrauben verbunden werden. Das ist nochmal der kleinste Schritt, den wir haben. Einmal hier. Und Nummer 2. Machen wir doch, gar kein Problem. So. Den haben wir schon mal dran. Dann kommen jetzt die beiden Getriebehälften dazu. Das sind diese hier. Sollen uns zuerst
Die linke Seite nehmen, diese hier. Die wird hier quasi eingesetzt. Hier ist auch schon eine Aussparung für genau diesen Träger. Kommt hier ran, so wie das aussieht. So. Und wird verbunden mit zwei EM-Schrauben. So wie das aussieht, alles klar. Dann machen wir das. 2 EM. Verschrauben wir die Getriebeölwanne damit rein. Warm dran. Einmal. Und die zweite. So. Sitzt schon mal dran. Und dann sollen wir auch schon das Ganze mit an der Turbine befestigen. Und zwar kommt das Ganze hier mit dran. Hier haben wir auch die entsprechenden Laschen, um das Ganze einzusetzen. Genau so. Und da wird auch mit zwei weiteren EM-Schrauben das Ganze fixiert. Ich bin ein bisschen verwirrt, was die Pfeile anbelangt, weil die Pfeile sagen, die soll man quasi, oder die Pfeile sind falsch rum. Die zeigen nach außen. Aber man kann ja schlecht nach außen schrauben. Man muss ja reinschrauben, die Schrauben. Das macht ja nur so Sinn. Aber wir wissen ja, dass leider das Fernhome es nicht so ganz hat mit den Anleitungen und teilweise auch den Übersetzungen. Stichwort Huppel beim R2. Aber naja, wie dem auch sei. Das ist fest. Und dann kommt dazu dieses Stückchen. 28G. Ein Getriebegelenk. Kommt hier vorne mit rein. Jetzt muss man eben gucken, wie. Das sieht man nämlich nicht. So, ich glaube so, weil anders wird es nicht reinpassen hier. Also ich denke mal, dass das so sein soll. Oder gibt es da nochmal andere Bilder für? Da, ja, genau. Also der mittlere Ring, der zeigt nach außen, so. Und dann kommt die andere Hälfte vom Getriebe drüber. So, die das Gelenk auch in Position hält, hier, dieses hier. Und wird jetzt mit drei EM-Schrauben, 1, 2, 3 mal das Ganze dicht gemacht. So wie das aussieht. Jo, alles klar. So, gleich bin ich mal gespannt, wie das mit den Schläuchen funktioniert, weil wir haben diverse verschiedene Größen. Ich hoffe, ich kann mich da orientieren, was wohin gehört. Wir werden es erfahren, und zwar schon bald, sehr bald. So, das haben wir dran. Das ist so locker, aber es kann nicht mehr abhauen. Das Gelenk. Gut, damit ist das Getriebe an der Turbine auch mit dran. Dann soll als nächstes der Kraftstofffilter zusammengesetzt werden. Das sind diese beiden Schnuffis. Die werden, glaube ich, nur zusammengesteckt. Richtung ist egal. So, einmal zusammendrücken und fertig. Und jetzt kommen an zwei Punkten zwei Schläuche, zwei 28M-Schläuche. Das sind die beiden kleinsten. Das ist ja schon mal gut, dass wir die auseinanderhalten können. Prügeln wir die mal drauf. Ich mache das ja mit so einer Drehbewegung, dann pulen die sich da so relativ gut drauf, auch wenn man sie nicht weitet. So, einmal oben und einmal vorne haben wir die. Kurzen mit dran, 28M, genau, die haben wir dran, alles klar. Dann soll das Ganze angesetzt werden, aber anscheinend soll der Kraftstofffilter so ein bisschen schweben, so wie das aussieht. Ist auch geil, wobei jetzt kommt da noch eine dritte Leitung dazu, und zwar 28H. Das ist eine Leitung, die doppelt sind, aber länger sind. Aber ich habe keine doppelt längere. Das sind diese hier. Ich kann mir nur vorstellen, dass es diese sein soll. Die kommt dann halt hier oben ran. Weil da soll es zwei gleich lange geben, aber bei mir sind sie nicht gleich lang. Aber die sind annähernd gleich. Deswegen mache ich das mal so. Zwei kurze unten, ein langer oben. So wie das anscheinend aussieht. Ja. Und jetzt heißt es, dass das Ding ein bisschen schwebt anscheinend. Es wird nicht verschraubt. Das lange Stück kommt hier an diesen ersten Zapfen damit ran, das da. So wie das aussieht.
Genau. Machen wir einfach mal. Pullen den hier rauf. So. Das kurze Stück hier kommt an den ersten von diesen drei Zapfen. Ja, nehme ich einmal hier. Ich hoffe, das passt alles so, wie es gewollt ist. So. Und der untere kommt hier an den Zapfen von dem gerade frisch eingebauten Bauteil. Und zwar so. Jetzt schwebt das Ding natürlich wirklich hier oben. Ob das so sein soll, weiß ich nicht. Weil der wird ja nicht festgemacht. Oder? Nö, irgendwie nicht. Interessant, interessant, interessant. Alles klar. Dann sollen wir weiteres Ende nehmen. Oder weiteren Schlauch nehmen. 28L. Das ist, ich glaube, der längste von allen. Müsste der hier sein. Der soll, oh Gott, oh Gott, auf dieser Seite auch in eins von diesen drei Löchern. Ich glaube, in den vordersten eingesteckt werden. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ich habe keine Ahnung. So, und dann einmal unter den Lufteinlass durch, über die andere Seite gestülpt werden oder zur anderen Seite gezogen werden, so dass er hier wieder kommt. Unter dem Unterteil des Lufteinlasses hindurch, ja, haben wir gemacht. Oder unter dem Unterteil, okay, das war das Oberteil, also noch ein Stück tiefer. So, haben wir. Mehr noch nicht. Dann sollen wir eine AC-Leitung 1, 28K nehmen. Das ist die große hier, das ist die dicke Leitung, also der dicke Schlauch. Soll auf den Zapfen vom Bauteil 27L kommen. Also hier auf das dicke Stück. Hier soll drüber gestülpt werden. Oh Gott, das wird schon interessanter. So, haben wir auch. Dann sollen wir das Ganze einmal wieder umdrehen. Und jetzt haben wir einen Schlauch 28L, IL, ne I wird sein. Das ist der nächste, der hier. Ja. Soll an das zweite, an den zweiten Zapfen hier ran. Hier einmal. Oh je, das ist ein bisschen wie Puzzeln hier. Beim Rootmaster war es wenigstens so, dass die Schläuche durchnummeriert, mit markiert waren, was wohin gehört. Das war auch sehr gut. So, und das andere Stück soll auf dem verbleibenden Zapfen von Unterteil 2 des Turbinengehäuses. Achso, auf dem mittleren hier. Alles klar. Dann kommt der hier mit ran, das mittlere. Na komm. So. Haben wir auch dran. Jetzt soll das kürzeste, was wir noch haben, 28N kommen. Auf den seitlichen, oh Gott, oh Gott. Wo sollen die jetzt hin? Ah, hier, okay. Da kommt es hin. Einmal auf, Gott, kann man sehen, auf diesen Zapfen und auf diesen Zapfen. Den vorderen oder den? Ja, den vorderen.
Jetzt wird es schon komplizierter, weil es muss jetzt gebogen werden hier. Ich glaube, da brauche ich jetzt doch noch mal eine Pinzette für, um den da drauf zu pulen. So, und dann einmal drehen und nach vorne drauf. So. Ja, und noch ein 28H, das ist der hier. Der soll wieder drehen das Ganze auf an diesen Zapfen mit dran. Hier mal durch. An diesen Zapfen mit dran. Und das andere Stück haben wir hier noch was zum Ansetzen? Nö. Für den Rest des Schlauchs unter den Kabeln hindurch, die mit Unterteil 2 verbunden sind. Die Montage erfolgt in der späteren Bauphase. Okay, soll erstmal nur hier so laufen. Und ein Kabel oder ein Schlauch haben wir noch anscheinend noch übrig, den wir bis jetzt noch nicht gebraucht haben. Spannende Sache, auf jeden Fall. Gut, der läuft hier noch so längs. Ja, alles klar. Aber es sieht einigermaßen so aus wie auf den Bildern. Was mich jetzt wundert, ist, dass. Nee, doch, alles gut. Nee. So sieht das also am Ende aus, was wir jetzt so kreiert haben, nach langer Zeit. Und jetzt ist aber auch gut für meinen Teil vor der Kamera. Das reicht, dass wir genug Friemel kamen. Deswegen, ich bin erstmal fertig mit der Turbine, so wie sie jetzt ist. Und glaube ich, als nächstes soll sie auch schon bald eingebaut werden. Aber das mache ich nicht an dieser Stelle. Ich werde einfach jetzt frech übergeben an meinen Partner Tobi, der den Rest dieser Baufolge machen wird. Das Video ist jetzt schon lang genug, aber es kommt noch ein bisschen was. Er wird nämlich jetzt die Ausgaben 2930 euch präsentieren. Die Turbine wird fertiggestellt und eingebaut. Der Boden wird erweitert vom Kit und ein paar Chassisträger gibt es mit dazu. Von meiner Seite ist es also alles gewesen. Danke euch fürs Zuschauen. Bleibt aber dran, es geht jetzt direkt weiter. Und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ihr Lieben, auch ich begrüße euch recht herzlich bei Portburg Modellbau mit den Ausgaben 29 und 30. Und wir legen los mit der Ausgabe 29. So, wir schauen mal ins Heft rein. Und zwar geht es um die zweite Staffel mit dem Super Pursuit Mode. Schön. Das geht es weiter um die Serie, die Filmausschnitte, die Highlights der Staffel 2. Weiter die Highlights und ja, die Bauanleitung. Und ja, wir bekommen Chassis hinteres Teil. Wir bekommen ein Boden. So, dann bekommen wir das zweite Teil des hinteren Chassis. Sieht so aus Kunststoff. Und ein Halter für die Kraftstromleitung. Aha, sieht so aus. Und dazu Schrauben. GM, BP, und AM-Schrauben. Schön. Und das sollen wir erstmal zur Seite legen. Damit geht's nicht los. Und zwar, wir nehmen uns den schönen Motor, den der liebe Patrick gerade mit euch zusammen gebaut hat, und feiern Verlobung. Wir nehmen unser Teil, was wir bis jetzt hier verbaut haben, und verloben mal das Chassis mit unserem Motor. Der wird hier so eingeführt. So. Wird hier so durchgeschoben. Da rein. Und hier drauf. Wie genau? So, die zwei Stifte müssen am Ende dahin. Oh Gott, oh Gott. So weit hinter muss der. Müssen wir mal ein bisschen drehen, ein bisschen schieben, ein bisschen drücken. So. Dann sollen wir das Ganze drehen, dass unser Motor hier so reingeführt wird.
dass die zwei Stifte da und da sitzen. So und so. Okay, haben wir. Und mit zwei EM-Schrauben, die mache ich natürlich zuerst mal auf. EM und EM für einen Schraubendreher. So ein kleines bisschen von unserem guten Öl. Und verschrauben den Motor mit unserem Chassis. Eine Schraube. Hier ist ein kleiner Grat, den machen wir mal weg. Ein bisschen Farbe dran. So, nehmen die zweite Schraube, ein bisschen Öl und verschrauben den zweiten Halter. Das Ganze natürlich schön gleichmäßig, wie ihr das von mir gewohnt seid. Ja, ihr seht nicht viel, aber ich kann euch gleich zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar hier die zwei Schräubchen reingemacht, damit unser Motor mit unserem bisherigen Chassis verlobt ist. Prima, unser Motor sitzt drin und unser Modell hat ganz schön an, ja, Gewicht gewonnen. So, dann sollen wir Schritt 3 das Ganze mal von vorne angucken. Muss hier ein Kabel rauskommen. Ach nee, ein Kabel verbinden, und zwar 28L, 28I. Das Kabel. Ach, das Kabel. Das soll hier unten. Hier haben wir noch ein Kabel von der Batterie. Das soll hier durchgeführt werden. Sehe ich das gerade richtig? Kabelsalat. Ach nee, das, was hier rauskommt, sollen wir da dran stecken. So rum, an den zweiten Pin der Batterie, wie ich das sehe. Ja. Okay, das haben wir getan. Jetzt muss hier ein Kabel ran. Oh, hier kommt kein Kabel. Das Kabel wird nicht passen, was hier rangeht, lang geht. Das ist viel zu kurz, das passt da niemals hin. Dann haben wir noch Gabel übrig. Hier das vielleicht hin? Nee. Ach, das Batteriekabel. Das kommt auf jeden Fall hier dran. So, das ist ein bisschen schwierig zu zeigen, aber ich habe gerade selber hier ein bisschen zu tun, hier die Kontakte erstens zu finden und dann hier die Gabel reinzustecken. Denke mal, es ist mir verziehen. Auf jeden Fall soll hier so ein Kabel rein. Jetzt habe ich das Ganze abgebrochen hier. Schade. Und das soll unten im Motor geführt werden. Oder nimm die Kraftstoffschlauch. Ja, habe ich. Dabei in Batteriepin abgebrochen. Und ja, und. Und verbinde ein Ende mit den linken vorderen Zapfen der linken vorderen Radkastens. Achso, da. Okay, also das so reinstecken, verbinden. Das Ganze mache ich mal mit einer Pinzette. Da ist hier noch ein Zapfen drin. Na, ja, ein bisschen schlecht zu sehen, aber ich sehe ihn. Der kommt da rein. Und an den linken Zapfen der Batterie. So, der ist mir jetzt abgebrochen, den muss ich dann erst einmal ankleben. Das war so, wie soll der verlegt werden? Hier um den Behälter ringsrum. Ne? Ja, das muss ich dann aber erstmal ankleben, das mache ich dann später. Oder können wir machen es gleich. Hier ein bisschen Kleber drauf.
und den Zapfen wieder angeklebt hier. So, muss natürlich dann trocknen. Also mache ich das dann später. So, die Leitung. So, die Leitung haben wir, die Leitung haben wir. So, dann können wir das erstmal trocknen lassen, an der Seite stellen. Ah, einen Schluck Kaffee nehmen. Ah, so, jetzt dürfen wir unseren Boden nehmen. Das Batteriefach, was wir bis jetzt haben. Mal so rumlegen. So, den Schalter da rein. Mal gucken, dass wir nachher hier on und off richtig haben. Schalter da rein. Wird mit 2 AM-Schrauben angeschraubt. Da haben wir AM-Schrauben hier. Nehmen wir uns mal 2 Stück. 1. Und 2. Schrauben mal zuerst den Schalter hier an. Da haben wir, wie gesagt, die Führung. Und da muss unser An- und Ausschalter eingeschraubt werden. Eins. Und Nummer 2. So, dann unser Batteriefach eingelegt. Genau so. Und mit jeweils 4 AM-Schrauben angebracht. Das mache ich mal kurz hinter der Kamera. Weil da kann ich gleich mal nochmal mit den Schläuchen gucken, wie das so funktioniert. So, meine Lieben, das Batteriefach ist eingebaut mit 4 Schrauben AM. Ich habe auch gleich nochmal nach den Schalter geguckt, sodass der richtig ist, wenn du auf On schaltest, dass On geht und wenn du auf Off schaltest, dass es Off geht. Kleinen Test können wir ja machen. Wir haben ja hier die Front Nose, die Nase. Schalter steht jetzt auf Off. Seht ihr ja, es leuchtet nicht. Und wenn ich anschalte, seht ihr unser schönes Lauflicht. Also, das funktioniert. Der Schalter ist praktisch in richtiger Position. Prima. Batterien können wir erstmal rausmachen. Das reicht. So, dann geht's weiter. Wir haben hier an dem Batteriefach da und da 2 solche Nupsis und hier so einen Halter. Dann haben wir 3 Nupsis, so dass wir unser Batteriefach gar nicht mehr so sehen oder es wird was von der Hinterachse sein, keine Ahnung. Da sollen wir so eine Verkleidung drauf machen und mit 3 BP-Schrauben verschrauben. Nehmen wir uns mal die 3 PP-Schrauben, die ich hier habe, und verschrauben das mal an unser Chassis bzw. Rahmenhinterteil mit 3 Schräubchen, einmal links, einmal rechts und einmal in der Mitte. Und Nummer 3. So. Sieht dann so aus. Haben wir getan. So, dann sollen wir uns die Kabelführung nehmen, die wir bekommen haben. Und die kommt hier drauf. Schon komisch, wenn da noch keine Kabel drin sind, aber sie wird halt angeschraubt mit 2 AM-Schrauben. Nehmen wir uns noch 2 AM-Schrauben zur Hand. Denke ich mal dann für später. Wird einfach hier oben haben wir die Führung. Da seht ihr es.
wird einfach hier so draufgeschraubt, mit ein bisschen Öl befestigt. Das ziehe ich natürlich noch nicht ganz fest, weil da natürlich dann halt noch Kabel durchkommen. Also tue ich die Schrauben bloß mit 1-2 Windungen heften, damit das Ganze dann so aussieht. Da seht ihr's. Da kommen ja dann später noch Kabel durch und dann wird es verschraubt. Und als nächstes tun wir unser Fahrgestell verlängern. Und zwar so. Wir haben 1, 2, 3, 4 Verbindungsdinger und die kommen jeweils zu dem mit dazu und wird von oben bzw. unten her verbunden, und zwar so. Und mit 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben GM zusammengeschraubt. Nehmen wir uns die GM-Schrauben zur Hand. 1, 2, 3, 4, 5. So ein bisschen Öl dazu, weil ins Metall geschraubt wird. Und ich fange in der Mitte an, die erste Schraube zu heften. Dann nehme ich mir die zweite Schraube. Die mache ich hier außen hin. Auch erstmal nur heften. So, eine dritte Schraube, ein bisschen Öl. Die andere Außenseite. Ne. Genau, geheftet. So, Schraube Nummer 4 setze ich dann wieder gegenüber an auf die Position. Und Schraube Nummer 5 in die letzte Position. Damit unser hinteres Teil mit unserem Mittelteil, vorderen und mittleren Teil verbunden wird. Fest. 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 Und die letzte Seite ist auch fest. Und somit haben wir schon wieder an Länge und an Gewicht gewonnen. Und ja, das war dann das Ergebnis mit Bauphase 29. Dann hole ich mir schnell die Teile der Ausgabe 30 raus. Und wir machen gleich weiter. So, ihr Lieben, Bauphase Nummer 30. Hier wird es langsam voll. Aber wir bekommen zwei Chassisträger, rechts und links. Dann bekommen wir den rechten hinteren Achsträger, der sieht so aus. Und Chassis hinteres Teil links. Sieht so aus. Dazu GM und PP Schrauben. So, als erstes legen wir unser Modell mal wieder auf den Kopf. Und zwar so, damit wir an die linke hintere Seite kommen. Und zwar die. Und da muss der Träger nur links drauf. Und zwar haben wir 1, 2, 3, 4 Verbindungspunkte, wo unser Träger drauf kommt. Einmal da. Das Ganze können wir hier genauso machen. Einmal da. So haben wir. Und das Ganze soll dann von der anderen Seite mit 1, 2, 3, 4 GM Schrauben verschraubt werden und auf der anderen Seite auch mit 4. Okay. Also Träger ansetzen.
unser Modell wieder rumdrehen und von der Seite mit GM-Schrauben verschrauben. So. Also unten ansetzen, oben schrauben. Klingt erstmal einfach, wenn das Ganze so hält. Das tut's auch, sehr schön. So, GM-Schraube, ein bisschen Öl. Und erstmal in der Mitte am besten eine Schraube ansetzen, damit der Träger nicht wieder runterfallen kann. So. Ich habe noch eine Schraube. Oder? Doch. So, das Ganze mache ich gleich auf der anderen Seite. Den setze ich einmal gleich nochmal von unten an. So. Links haben wir schon mal angesetzt. So, jetzt setzen wir mal die rechte Seite drauf. Drehen das Modell noch einmal rum. Halten hier einmal fest. Schräubchen, ein bisschen Öl. Und heften gleich mal die rechte Seite. So, und schon können die zwei Träger nicht mehr weg und wir können die restlichen 6 Schrauben reindrehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann schrauben wir mal fröhlich los. So, hinten jeweils 2. 1. So, dann hier Nummer 2. Genau dieselbe hintere Stelle. So, haben wir erledigt. Da haben wir. So, jetzt gibt es hier vorne jeweils rechts und links eine. Da haben wir hier vorne jeweils eine Schraube. Einmal da und einmal parallel da. Haben wir. So, jetzt haben wir 1. Das geht rein. 2. Da haben wir eine. Ach, da innen drinne ist noch eine. So. Schräubchen, ein bisschen Öl und hier innen drinne sitzt jeweils rechts und links noch eine. Die schrauben wir natürlich auch rein. Einmal hier von unten ein bisschen gegenhalten. Haben wir. Aber eine GM-Schraube zu wenig. Dann nehmen wir uns noch ein Schräubchen raus und da ein bisschen Öl und auf der anderen Seite jeweils genauso. Tipp haben wir, so dass wir unten jeweils rechts und links da hier können wir sehen und hier können wir sehen jeweils die 2 Chassisträger angebracht haben. Das sollen wir tun. Das haben wir getan. So, dann kommt von der Seite, von der rechten Seite haben wir hier 2 Löcher, wie ich sehe, oder nur einen. Da ist nämlich ein kleiner Grat dran, den müssen wir wegmachen, beziehungsweise ein bisschen Farbe wird nämlich hier reingesteckt, der Träger. Und von oben haben wir ein Loch und da muss eine Schraube rein, und zwar noch eine GM-Schraube. Nehmen wir uns noch eine GM-Schraube raus. Ein kleines bisschen Öl. Und verschrauben den Träger auf der rechten Seite. Auf der anderen Seite sind die Löcher gar nicht, also gibt es nur den einen Träger.
So, haben wir erledigt. Auf derselben Seite, wo der Träger ist, haben wir hier noch zwei Schräubchen. Und zwar da und da, beziehungsweise zwei Nupsis. Da kommt unser, was haben Sie gesagt, Chassis-Teil 3 draufgesteckt und wird dann von oben über die zwei Löcher, warte, da und da, mit zwei WP-Schrauben verschraubt. So. WP-Schrauben, zwei Stück. Ja, Nummer 1. Da brauchen wir kein Öl, weil das ist ja bloß Kunststoff. Wir werden hier noch zwei Schräubchen reingesetzt. 1 und Nummer 2 daneben. Und ja, somit auch das Ergebnis von Ausgabe Nummer 30. Und wie es in Ausgabe 31 weitergeht, schauen wir eben rein. So, ihr Lieben, Bauphase 27, 28, 29, 30 sind somit abgeschlossen von Patrick und mir. Und hier seht ihr dabei das Ergebnis. Wir haben Verlobung gefeiert, der Motor wurde eingebaut, diverse Schläuche angesetzt, diverse Schläuche sind noch übrig. Ja, das hintere Teil wurde angesetzt. Dann haben wir das Batteriefach eingebaut. Und wenn wir ihn umdrehen, die beiden hinteren Querträger wurden angesetzt. So, wie geht's weiter? Ich kann sagen, in Ausgabe 31 wird hier an unserem Getriebe die Kardanwelle eingesetzt. Da geht es dann darum, und in den nächsten Bauphasen geht es um die Abgasanlage, die dann hier ihren Platz finden wird. Das wird dann das nächste Thema sein, meine Lieben. Und ja, wenn euch das wundervolle Modell auch anspricht, der Knight Industries 2000 von Knight Industries, KITT oder KIT, wenn sie das vorziehen, auch dich anspricht. Guckt euch das geile Ding an hier, es wird ein KIT. Ja, dann abonniert ihn unten gerne in der Videobeschreibung bei Fanhome. Da gibt es das wundervolle Modell zu bauen. Und ja, ich kann euch das nur ans Herz legen. So ein geiles Modell. Ja! Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ihn gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, dazu die Nachrichtenglocke und ihr verpasst kein Video mehr von Kit, von Patrick und mir, wenn ihr die Nachrichtenglocke dazu aktiviert. Und ja, schaut gerne wieder rein, bleibt gesund, das war's erstmal für heute, bleibt uns treu und vor allen Dingen bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss und guckt gerne wieder rein bei Ausgabe 31 mit Patrick. Bis später, meine Lieben. Tschüss.